Angela! Shit! Nein! Womit hat sie das verdient? Jetzt sind es nur noch wir beide. Bis Taylor und Daniel uns finden. Hey! Die Tür ist durch irgendwas versperrt. Bitte hilf mir mal. Es ist ein Museum oder sowas. Ist sie da drin? Ruhig. Hier stimmt doch was nicht. Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Und die anderen auch, wenn wir erstmal hier raus sind. Falls sie noch leben. Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Schon komisch. Hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Ich weiß nur noch nicht, wie und warum. Unheimlich. Die machen mir echt Angst. Darum ging es doch in dem Prozess. Leute, die mit dem Teufel im Bund sind. Stimmt. Und diese Mary, die alle verpetzt hat. Muss das Mädchen sein, das wir sehen. Das ist der Prozess, den wir auf der Wache gesehen haben. Schauriges Déjà-vu.
Hey! Schau mal hier! Das habe ich schon mal gesehen. Wo? Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Meinst du, sie hat uns hergeführt? Damit wir das hier sehen? Lass dich anschauen, Puppe. Aber Professor... Es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Klar, in Filmen. Immer mit der Ruhe, ja? Vielleicht ist der Geist von Mary an dieses Ding gebunden. Wir verbrennen es. Und dieser ganze Spuk ist vorbei. Was, wenn die Kleine jetzt richtig sauer auf uns wird, weil wir ihr Spielzeug verbrannt haben? Du hast wohl recht. Da geht's nach draußen. Wo ist das kleine Mädchen hin? Führt uns her und verschwindet dann. Vielleicht hat sie es so geplant, uns zur Puppe zu führen. Hat geklappt. Ich weiß nicht recht. Der Akku ist fast leer. Hab doch eh keinen Empfang. Hörst du das? Weiß nicht. Hab was gehört, glaub ich. Leute? Hallo? Ist da wer? Wir sollten weitergehen. Wo zur Hölle sind die nur? Haben sich wohl auch verirrt. Glaubst du, sie suchen nach uns? Vielleicht. Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Sie ist garstig, aber ein guter Mensch. Bist du da sicher? Ja, ich kenne sie schon lange. Länger als ihr. Sie hat eine Menge durchgemacht. Ist aber eine gute. Ja, hast wohl recht. Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war's in einem früheren Leben. Da geht's nicht durch.
Hey, Taylor, schau mal da. Was ist da? Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, ja, ich krieg einen Zehner. Von wegen, hab die Wette nie angenommen. Na gut. Locker. Das krieg ich doch aufgehebelt. Wir können drüber streiten, wer wem den Vortritt lässt. Wir wissen beide, wie das endet. Gut. Geht klar. Achtung! Ruhig, Blut, du Held. Lass die Gruselpuppe leben. Lustig. Komm schon mir nach. Komm, hier lang. Die sehen so echt aus. Gruselig. Was ist? Ich hab... Da war grad etwas. Wohin willst du? Sicher, dass das klug ist? Ne. Bist du's? Taylor? Taylor? Der Teufel hilft dir nimmer mehr. Bete nun schon, Sünder. Geh mal mit ihm, auf das, was dir vergeben möge. Taylor! Alles okay? Was ist los? Komm schon! Was war das? Die Stimmen! Ich hab mich selbst gesehen! Mich selbst angestarrt! Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber... Sie war ich! Tut mir leid, was passiert ist. Diese Frau, die so aussah wie ich, sie... wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße! Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Da, ein Messer. Wenn das mal ein Messer war, dann ist es verdammt lange her. Nehmen wir es mit? Da, nimm du es. Warum? Selbstverteidigung. Was denn sonst? Okay, du fühlst dich sicherer damit. Klar.
Hey, sieh mal hier. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Gruselig. Hey, warte, ich hab's. Das ist bestimmt die Puppe, die das Mädchen vorhin hatte. Meinst du? Echt seltsam. Seltsam? Das ist nicht seltsam, sondern ein Albtraum. Ich will hier raus und das so schnell wie möglich. Einverstanden. Komm schon, da geht's lang. Oh, hallo. Durchblicken Sie die Lage langsam besser? Das Ding, was immer es ist, verfolgt Angela immer weiter, unerbittlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. Noch ein Instrument des Todes für die Sammlung der Gruppe. Gut gemacht. Ich kann Ihnen helfen mit einem kleinen Tipp. Kein Tipp? Sie denken wohl, Sie lösen das Rätsel allein. Es steht mehr auf dem Spiel als Leben und Tod. Hoffentlich ist Ihnen das klar. Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte eines großen irischen Dichters mit. Ich traf ihn in Paris, glaube ich. Urteile niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind. Wir sehen uns später.